Hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Gamer Let's Play und willkommen zu einer weiteren Folge und Aufnahmesession von Terraria. Wir werden jetzt wieder gemeinsam zocken und ganz viel Spaß haben. Ja, die ersten 5 Folgen, die jetzt entstanden sind, die sind schon geschnitten und auch gerendert. Und dazu werde ich auch gleich mal ein bisschen was erzählen. Ich würde mal sagen, wir fangen direkt vorne an. Also ich habe ja gestern aufgenommen, ne? Die Soundeinstellungen musste ich jetzt gerade nochmal überarbeiten, weil ich, mein Headset ist ja defekt und ich höre aktuell über Klinke und das ist in meinem Interface eingesteckt. Das heißt, ich kann meine Stimme dadurch hören und dadurch jetzt auch den Spielsound, weil es über das Interface läuft. So, so viel dazu. Dann habe ich gestern angefangen, die Folgen zu noch kurz alles zusammenzupacken und zu schneiden, alles durchrennen lassen. Dann habe ich mir die Temperatur überprüft von meinem Rechner. Und weil ich das halt über Nacht rendern lassen möchte und dann möchte ich halt auch wissen, wie warm es ist. Ist es gut gekühlt? Läuft das alles? Ja, und dann war der Rechner halt bei 100 Grad und ich war dann erstmal so total im Panikmodus. Zu Recht, weil der Lüfter sich nicht gedreht hat und der war wirklich bei 100 Grad. Ja, und dann habe ich halt geguckt, der Lüfter war nicht eingesteckt. Also der hatte keine Stromversorgung, der konnte sich nicht drehen. Das ist wohl auch schon länger so gewesen. Ich habe das dann korrigiert, habe die Folgen rendern lassen. Und ja, soweit ist auch alles fertig. Die zweite Folge muss ich nochmal neu rendern. Da ist ein kleiner Schnittfehler. Beziehungsweise, ich denke mal, ich werde sie neu rendern, weil da ist eine Stelle, da stehe ich eigentlich den ganzen Tag nur rum. Die möchte ich eigentlich nicht drin lassen. Von daher, ja, ich denke mir, die wird raus geschnitten und neu gemacht. Ups, den wollte ich gar nicht töten. Ich wollte eigentlich die Kürbisse einsammeln. So. Wie ist denn aktuell unser Stand? Genau, wir hatten ein tödliches Eisenschwert, was schon ziemlich geil ist. Eine normale Eisenspitzhacke. Eine Eisenaxt, die kraftvoll ist. Ja, den Holzhammer, aber das ist ja relativ irrelevant. Und die ganzen Leute, die hier wohnen. Der weiß auch gar nicht, was er so machen soll. Naja. Haustechnisch, wir haben 2 neue Wohnungen gebaut. Sind auch frei beziehbar. Nur ist halt noch keiner da, um sie zu beziehen. So, also, was machen wir jetzt als nächstes? Ich würde mal sagen, ich schalte die Ambient Sounds. Die Ambient Sounds etwas leiser. Kann ich dich abschießen? Ah, ich treffe dich noch. Ah, knapp. Jetzt aber. Haha! Profi-Scharfschütze, meine Freunde. Profi-Scharfschütze. Genau. Weil ich denke mir gerade so, eine neue Höhle wäre ganz geil. Hä? Alter. Ist gut jetzt. Er schreicht. Er schreicht, Junge. Genau, sobald ich das hier gemacht habe, also fertig aufgenommen habe, ich muss morgen sowieso früh raus, dann kann ich das auch wieder über Nacht machen lassen. Und dann kann ich auch eigentlich direkt dafür sorgen, dass die auch hochgeladen werden. Wenn ich das alles in einem Zug noch schaffe. Zwei, drei Feinde in der Nähe. Ich lese mal, der Witz hat den 50. blauen Schleim besiegt. Ich habe ein Eichhörnchen. Also die Peter sollte mich nicht gucken. Aha. Und ein Wurm. Oh, der scheint special zu sein. Wo ist er denn? Ach nee, sieht nur so aus. 3 fette Kürbisse. Gut, wo war ich denn? Richtig. Ich war heute im Kino. Ich habe es durchgezogen, genauso wie ich gestern in der Aufnahme versprochen habe oder angekündigt habe. Ich habe mir The Incredibles angeguckt. Den zweiten. Oh, ich liebe den Film. Also wirklich, der Film ist ja der Oberhammer. Den absolut gefeiert, auch wenn Kinder im Saal waren, die ein bisschen genervt haben, wo
wo mich dann auch schon die Frau in der Kasse am Ende gefragt hat, so, oh, waren die schlimm, waren die Kinder denn arg schlimm? Oh, sie hätten doch mal einen Schreier loslassen können. Und ich so, okay, ich wollte es jetzt nicht mega übertreiben hier. Natürlich hätte ich das machen können, aber da hatte ich jetzt irgendwie wenig Bock drauf. Ich habe schon mal laut geräuspert oder, ja, mal dieses Psst gemacht. Aber so, dass man es auch gehört hat und dann war auch Ruhe. So ein bisschen. Gegen Ende haben sie dann aber auch alle die Fresse gehalten. Also von daher war dann doch alles ganz gut. Kinder sind halt doch nervig. Muss man halt einsehen. Kinder können durchaus sehr nervig sein. Regenschirm. Hä? Ach ja. Oh. Okay. Hier ist jetzt nichts großartig Spannendes. Oh, ich habe keine Fackeln mehr. Die Eisfackeln würde ich lieben gerne behalten. Hallo. Darf ich die einsammeln? Ja, also wo war ich? Genau, Incredibles war gut. Sehr genossen den Film. Und so ist so der Tag heute schon verlaufen. Also ich habe mich schon aber auch ganz ehrlich sehr auf die heutige Aufnahme gefreut, weil ich die ganze Zeit hier sitze und denke mir, ich will jetzt aufnehmen. Ich will jetzt aufnehmen. Ich will das. Guck, wir kriegen keinen Fallschaden. Denn wir haben einen Regenschirm. Ach, stimmt ja. Goodbye. Da waren es nur noch wenige. Komm, auf nach oben. So. Ein Feind in der Nähe. Worüber er sich aufhält. Mir egal. Guck, das meinte ich. Das ist cool. Also, weil ich will Höhlen erkunden und wir buddeln uns jetzt hier mal nach unten. Ah, mit der Buddelgeschwindigkeit ist auch viel angenehmer. Wasser. Ich will kein Wasser. Toll. Steinblock. Also wir haben ganz gut Rohstoffe. Ich rede sehr wenig aktuell. Ich weiß nicht, ich bin gerade sehr in Gedanken verfressen. Weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich noch Sachen für morgen planen muss. Aber ich muss morgen, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, früh raus. Aber ich bin morgen auf eine Fahrgemeinschaft angewiesen. Deswegen muss ich da noch jemanden kontaktieren und mit ihm kurz durchgehen, wie das morgen abläuft, damit wir zeitlich alle pünktlich und ohne Hindernisse unterwegs sein können. Guck mal, das Wasser verwirbt sich, weil wir gerade in das Gebiet gekommen sind.
Oh, das Wasser muss jetzt hier unten rein. Nochmal schnell in die frische Luft. Und weiter. Komm, 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 komm. Scheiße. Das war knapp. Hätte auch böse enden können. So, ich werde mir jetzt hier mal einen kleinen Gang graben. Mann. So. Ah, guck mal. Da können wir das Wasser hinleiten. Ja, so gut es halt eben geht. Ich spring mal wieder nach oben. Ah, es reicht noch nicht ganz. Irgendwas brauche ich noch. Oh, warte, da geht's doch weiter. Oder sehe ich das gerade nicht richtig? This is better. Ha! No, ein Lebenskristall! Give me air! Alter, was auch immer du bist. Ich make you blood. Thanks. Okay, okay, Notfallplan, Notfallplan. Go, go, go! Licht, Licht, Licht! Nein, nicht dieses automatische Scheiß. Mach auf! Alter. Boah, ey, dieses automatische Ding nervt mich. So, her mit dem Lebenskristall. Bam, 140 Leben. Silber ist geil. Sehr gut. Ich hab's geschafft. Nein, 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 nein. Ja, oh, dieser blöde Block da oben. Der macht mich verkehre. Gut, wir haben es geschafft. Kannst du aufs Handy gucken? Ah, keine neuen Nachrichten. Er ist nicht gut. Naja, wir haben es auch erst. Kurz vor 19 Uhr, also Viertel vor 9. Viertel vor 9 sag ich schon. Viertel vor 19 Uhr, also Viertel vor 7 abends. Junge! Dankeschön! Na, also es geht doch. Jetzt kann es selbstständig abfließen. Gut, dann werde ich jetzt mal kurz Folgendes machen. Und zwar kurz einen Aufnahmeabbruch, sag ich mal. Also ich beende mal ganz kurz die Aufnahme und wir sehen uns gleich wieder. Einen Moment. So, da sind wir wieder. Jetzt nochmal. Ich habe gerade nochmal aufgenommen, habe dann aber wieder Nachrichten bekommen. Weil ich jetzt gedacht habe, ich krieg Bescheid, wenn dann eine ansprechende... Ich krieg's wieder nicht hin. Eine dementsprechende Antwort kommt, die Lösung verspricht. So, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ganz, ganz dreist und flink. So, also wir waren jetzt gerade hier, genau, wir haben jetzt gerade nach unten gebuddelt. Und jetzt machen wir hier den Gang weiter.
Ohne Wasser. Ganz ohne Wasser. Ich möchte am besten direkt einen Gang nach unten haben. So, der rote, der macht ein bisschen mehr Schaden, glaube ich. Er ist aber nicht wirklich großartig anders. Top, glibber wie die anderen, stinkt wie die anderen, ist kacke wie die anderen. Hahaha. So. Oh, ernsthaft. Was ist denn das? Immer wieder Wasser. Don't like water. No, no, I do not. Alter, da drin geht's ja richtig ab. Okay, ich lege mal die Dreckblöcke hier hin. Wollen wir da mal eine... Oh. Okay, wait. Okay, das ist nicht... Alter, das sind aber ganz schön viele. Okay, ich stürze mich jetzt einfach rein. Bam, 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 bam. Schicke Höhle. Muss man mal sagen. Droppen hier die ganze Zeit die Sterne. Boah, jetzt kriege ich wieder Nachrichten. Ne? Ich kriege gleich einen Anfall hier. Okay. Ja, aber wir haben eine ansprechende Lösung. Das ist doch perfekt. Ich muss zwar um 6 aufstehen, aber... Bock habe ich trotzdem nicht. Ah, super. Na, da freue ich mich doch mega. Oh, verdammt. Na, was willst du machen? Ich hab keine Wahl. Na, das Gute ist, wenn das morgen rum ist, dann... ich hasse Seminare. Ja, ich fahre auf ein Seminar, das wird witzig. Das Gute ist, wenn es rum ist, ist es rum und dann ist es auch wieder zu. Aber eigentlich habe ich Urlaub. Aber da bin ich noch eingetragen. Aber jetzt nicht, dass ich sage, das ist doch mega blöd in der Ausbildung, bla bla bla. Damit bin ich selbst einverstanden. Damit habe ich weniger Probleme. Aber trotzdem, ich muss mitten im Urlaub einfach wieder so früh aufstehen. Das ist kacke. Guck mal, wie schnell wir das hier abbauen. So, Kupfererz haben wir jetzt ganz schön viel. 52, Komm, geh weg. Den noch weghämmern und dann haben wir's. Drei Feinde wieder in der Nähe. Zombies. Ja, super. Okay, wir buddeln uns einfach ums Wasser herum. Leben. Kommen wir hier auch wieder. Die Kopfhörer richten. Ah, jetzt sitzen sie schon angenehmer. Was mache ich denn hier gerade? Hab gerade nicht hingeguckt. Ich möchte eigentlich ein bisschen Stoffe sammeln. Rohstoff, das. Um mir eine recht angenehme Rüstung zu bauen. Ah.
Also das Bauen ist eine langwierige Sache. Oh, Veränderung. Eisenerz für mich. Saphir. Bam, 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 bam. Oh, oh. Oh, Kacke. Okay, wir machen vor Folgendes. Ah, nee, so schlimm sieht's gar nicht aus. Nee, alles gut. Was bist denn du? Muss man wieder irgendwas wegwerfen. Eine Blume. Also ganz ehrlich, Blumen braucht hier eh keiner. Und weiter geht's. Einfach fresh weiter buddeln. Ich habe so das Gefühl, jetzt kommen so die Ebenen, wo wir weniger Eisen, Wasser sehen. Oder vielleicht sogar auch auf die Ebene, wo wir bessere Items finden. Weil, wie weit sind wir jetzt? Ha! Alter, das ist nichts. Das ist einfach nichts. Haha. Ist das nice. Ey, guck mal, da war ich sogar, hier war ich sogar tiefer. Gut, dass ich die große Karte genommen habe. Weil dann ist der Erkundungsspaß einfach viel länger. Ich hätte auch eine kleine nehmen können, aber ist meiner Meinung nach nicht dasselbe. Oh, oh, noch ein Emerald oder was? Ich höre ihn schon. Wow. Gott sei Dank habe ich ihn bekommen. Alter, die sind böse, ne? Die sind heftig, die Leute. Die gehen hier echt volle Wucht ab. So, ich jetzt verschwinde mal nach unten hier. Auf jeden Fall mal hier in den Raum. Ich erspähe nämlich Eisen. Zack, 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 zack. Open the hood. Oh, was haben wir hier? So. Ich habe bis jetzt echt nur drei verschiedene Erze gefunden. Oh nein, geh weg. Drecksau, Mann. Der macht so viel Damage. Aber er ist bezwingbar, weil er nicht immer auf dich drauf geht, wie so ein Bescheuerter.